Oder geht das auch auf die Beschwörungen? Nein, ich denke nicht. Ja, Waffenschaden geht nicht auf Zauber und das ist ein Zauber. Schade. Also tun wir hier mal ein paar Quests annehmen. Und gehen dann zum Beschwörertrainer. So, hier können wir noch abgeben. Oh. Abgeben. So. Jetzt, ja. Gehen wir hier. Beschwörtrainer. Trainieren. Beschwörungen. Was? Es geht immer noch nicht! Was ist denn los? Es geht immer noch nicht. Das ist mal krasser Betrug. Drachenblut, wie viel haben wir jetzt? Plus 7 Mana, also Intelligenz. Und jetzt könnten wir noch. Hier könnten wir noch was nehmen. Nein. Okay. Jetzt haben wir gesagt zum Strand. Also gehen wir auch zum Strand. Was mit? Ja, 84 Goldmünzen, das ist relativ gut. Für so einen Schatz in so niedrigem Level. Später werden sie natürlich mehr. Aber auch nur per Zufall werden sie mehr. Da haben sie manchmal Zufall, fast über 200 zu besitzen. Und sogar noch mehr habe ich beim Hexenmeister von der letzten Staffel gemerkt, als ich gelevelt habe. Fast 284, glaube ich, habe ich gehabt. Also 284, fast 300 habe ich gehabt. Aber eben, dann braucht man das Geld sowieso gar nie mehr. Wenn man nicht alle Rüstungsteile finden will, weil sie besser sind als beim Shop. Ja, hier ist wirklich nichts. Kein Gestein, kein Schatz. Gehen wir mal runter zum Strand. So, schon wieder ausgewachsener Wolf töten. Ah, Mann, nervt das. Ja. Jetzt müssen wir an Quantis Reiter töten. Ja, wo sind die? Die sind wahrscheinlich hier. So. Also beschwören. 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 Blödes Reittier. Ja, viel mehr Schaden macht jetzt der Ding noch nicht. Dann müssen wir ihn aufleveln. Ach komm schon. Nein, nicht den angreifen. Ja, und jetzt haust du ab, du Feigling.
komm. Ich bin da doch nicht der, der du angreifen musst. Prima. Ja, dann machen wir noch mehr. Hier drinnen sind die meisten sowieso. Ja. Ein Saphir? Leider nur Loot. Mist. Okay, wir haben ihn. So. Gehen wir noch schauen, ob es einen Schatz hier gibt. Hier hinten gibt es noch Schätze manchmal. Komm schon. Hallo. Ja, toll. Es ist viel zu lange. Man will doch weggehen dann. Wieso machen die das? Wieso sind die Entwickler nur so strunzdumm? Sind wirklich strunzdumm. Ach Menno, ich will wegen dem nicht das Let's Play aufhören. Ich habe ja noch die Motivation, aber wenn so extrem viel immer dazwischen funkt, was schlecht ist, tja. Ich brauche einfach mal ein paar Leute, die sich jetzt wirklich mal an den Ohren ziehen und mitmachen. Es ist für euch eigentlich nur Spielen. Ihr müsst nicht mal moderieren, also kein Problem doch für euch. Kommt, macht mit bitte. Levelt einfach einen Charakter auf Level 16, damit wir ungefähr gleiches Level sind. Und dann können wir gemeinsam auf Level 60 leveln und haben dann richtig viel Spaß. Und der Spaß ist wirklich dann unbegrenzt, also ja fast unbegrenzt. Nach einiger Zeit ist es halt öde, aber mit uns motiviert eigentlich immer alles. Vor allem mit mir. Wäre cool, wenn jemand mitmacht, wie am Anfang von der zweiten Staffel, wollten viele mitmachen, hatten aber nicht viel Zeit. War recht schade. Aber hoffentlich kommt jemand. Ich bete dafür. Habe ich schon 192 Abonnenten. Es geht so extrem schnell. Schade, dass diese Abonnenten nicht sehr viel schauen. Also klar, sind halt Videos, die gehen 15 Minuten und ja, meistens ist es halt abhängig vom Spiel, wie viel Spaß es euch macht. Aber trotzdem möchte ich gern schon ein bisschen jemand haben, der ganz schaut und auch den Adblocker ausmacht. Wenn also das Video gar nicht aufruft mit dem Adblocker, sondern ohne, damit einfach ich auch ein bisschen Geld verdienen kann, dafür auch bessere Let's Play machen kann. Es ist sehr stark abhängig von dem. Und dann ja, kommentieren, bewerten wäre sicher sehr nice und auch für euch sehr hilfreich. Haran Feivik. Irgendwo im Würanwald. Hier gibt's überall ausgewachsene Wölfe. Aber leider auch nur die wenigsten. Okay, hier oben sind mehr. Also die ist es schon mal nicht. Dann müssen es die zwei im Lager sein, als einer davon. Ja, hier im Wald geht eigentlich alles gut ohne Ruckler. Also so ganz kleine Mini-Ruckler, das liegt am Spiel, weil das Spiel nicht so schnell laden kann. Aber eben. Shit Engine, hä? Shit Engine. Bullshit. Ja, greif mich an.
Nein, er hat mich getroffen. Nein. Ich bin fürs Leben gezeichnet. Ich hab nen Nox-Schlitz. Kann man Nox-Äxte verstauen. Und niemand chattet mehr. Schade. So. Hier ist nix. Hier gab's doch irgendwo einen An für einen Champion. Ja, wo ist er denn? Ist er gar nicht da? Keine Ahnung. So, jetzt können wir hier wieder nach Fiskal runter. Wir gehen aber nicht auf die Straße. Wir schauen hier nach Schätzen. Da unten ist das Tor für die Edelsteine. RVR-Kampf. Ja. Ah ja, apropos RVR-Kampf, auf meinem Server gibt es jetzt Teams. Also ein Team wurde jetzt gegründet, das zweite kommt gleich. Die kämpfen miteinander, das ist dann auch RVR. Und noch sehr motivierend, da jedes Team eine andere Art hat, anzugreifen und so. Es wird dann sehr spannend und ja, ich hoffe, ihr fühlt euch ein bisschen motiviert, auf den Server zu kommen. Braucht eigentlich nur Minecraft. Und dann müsst ihr Forge installieren und dann Pixelmon installieren. Die sind kostenlos, das sind Mods. Und dann habt ihr die Version, also die richtige Sache, um da auf den Server zu kommen. Also wenn ihr mal Bock habt, zuschauen. 20 Euro kostet das Spiel. Und dann habt ihr richtig viel Spaß. Und jetzt, wo es mir auffällt, ich mache ja auch ein Let's Play zu Minecraft auf dem Server. Also wenn ihr mal Bock habt, es anzuschauen, gerne. Ihr findet es auf meinem Kanal. Es ist eines meiner öfteren Let's Plays. Und ja. Emma da macht bald noch mit. Hoffentlich heute. So, jetzt müssen wir die nur noch abgeben. Leider gibt's keinen, wir müssen also noch weitermachen. Eldanar. Wo ist Eldanar? Ja toll, finden wir sie nicht. Ein Drache? Ah, das ist der Dungeon. Genau, das ist der Dungeon. Hier werden die Dungeon angedingt. Da und der Dungeon ist hier oben. Da gibt es noch einen, der ist wahrscheinlich irgendwo da drüben. Oder hier. Keine Ahnung. Okay, ich werde so bald wie möglich wieder aufnehmen. Ich danke mir fürs Zuschauen und wenn ihr Lust habt, gerne. Ich bin dabei und ja. Bis dann. Tschüss. Und danke fürs Schauen.